Ich habe mich sehr über das Zitat von Zukunftsforscher Professor Dr. Opaschowski zu meinem Buch Homeoffice gefreut. Er schreibt, das Buch macht Mut und Lust auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten in der digitalen Arbeitswelt von morgen. Ich habe in dem Buch verschiedene Perspektiven eingenommen. Die Perspektive rund um Veränderungen für das Unternehmen, für Führungskräfte, für Mitarbeitende und eben auch für die Lieblingsmenschen der Mitarbeitenden im Homeoffice. Das Buch ist in verschiedene Kapitel unterteilt. Ein Kapitel wurde beigetragen von Susanne Jantor, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Wirtschaftsmediatorin. Und sie erklärt in einem paragraphenfreien Deutsch, auf was es alles ankommt. Und sie räumt auch mit diesen ganzen Unsicherheiten rund um das Thema Zutrittsrechte des Arbeitgebers zum Homeoffice auf. Es geht um Betriebsvereinbarung, um ja vieles weitere rechtliche, was es einzuhalten gilt. Weiter geht es in einem Kapitel rund um das Thema Zusammenarbeit, Erreichbarkeit, Spielregeln, was so alles an neuen Rollen auch für Führungskräfte dort zu beachten gilt. Ich habe hier mal eine kleine Infografik dazu. Und wir befassen uns dann eben auch noch in einem weiteren Kapitel mit dem Selbstcheck. Bin ich als Mitarbeiterin überhaupt geeignet, im Homeoffice zu arbeiten? Und ich kann schon sagen, nicht jeder Mitarbeitende ist dafür wirklich geeignet. Ich habe schon viele Unternehmen beraten und begleiten dürfen und ich bin auch selbst in einem Homeoffice groß geworden vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß, dass Homeoffice Fluch und Segen zugleich bedeuten kann. Nutzen Sie dieses Buch, um sich ideal vorzubereiten, um Homeoffice richtig gelingen zu lassen. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen dazu. Ich würde mich freuen, weiter in den Austausch mit Ihnen zu gehen. Sie finden mich auf www.denkvorgang.com. Ja, also in diesem Sinne lassen Sie es uns gelingen und viel Erfolg mit dem neuen Arbeitsmodell Homeoffice. Ihre Rosita Beck.